Da, richtig, hier. Hoodfight 2, Nazim gegen Chris. Season 2, The Hanging Tree. Ne? Ich heiße Nassim Frier, ich bin 23 Jahre alt und ich habe angefangen mit Kampfsport um 12, 13 Jahre herum. Habe angefangen mit Boxen, habe das auch lange durchgezogen, 5 bis 6 Jahre. Habe danach versucht, mich auch in der MMA weiterzubilden, in andere Kampfsportarten. Hatte zwischendrin mit 17 dann eine längere Pause und bin jetzt durch Frontier, Respect of the Streets, wieder dazu gekommen, wieder mich aufzurappen, mehr Training zu machen, Erfahrung zu sammeln gegen starke Gegner. Also das war auf jeden Fall der Nassim, ich glaube, der hat gesagt, der ist 23 Jahre alt, glaube ich, ne? Hat 6, 7 Jahre oder so Boxen gemacht. So, das hier ist der Chris. 22 Jahre alt. Ich boxe schon seitdem ich 7 bin. Ja, Boxen mein Hobby. Ich bin deutscher Meister, Vize-deutscher Meister, boxe in der ersten Bundesliga. Ich bin hier, weil. Wohlgemerkt, dass der Kollege natürlich auch eine sehr, sehr schöne Glatze hat, ne? Das ist, ihr wisst, was Sache ist. Glatze, No Mercy, ganz, ganz groß auf dem Hals tätowiert, also keine Gnade. Kämpfen macht mir Spaß, egal auf welche Art und Weise. Und möchte ich eine gute Show liefern. Chris ist schon eine stabile Glatze, ja? Oh, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Vom Chris habe ich ein paar Sachen gesehen. Es ist ein wirklich stabiler Typ. Bin mal gespannt, wie der Gegner, der Nassim, da dagegen hält. Aber meine Wette ist auf jeden Fall auf den Chris. Hey, und gebt euch, komm! Alle Nassim! Alle Nassim! Uff! Die zwei Treffer waren schon hart. Alle! Oh, schön abgetaucht von Nassim, schön. Super, Nassim! Roll das Führen! Nassim! Nassim, dran! Einer! Nassim, die Grille, Nassim! Jawohl! Nassim in den Fight! Euch schon! Zieh zu Körper! Kurze Info. Kurze Info, wenn ich mich nicht täusche, ist Chris für diese Aktion fast aus der Nationalmannschaft rausgeflogen. Es gibt halt beim Amateurboxen gewisse Regelungen, und zwar, dass man auch bei anderen Veranstaltern oder Veranstaltungen quasi nicht kämpfen darf ohne die Erlaubnis vom Boxsportverband. Und wenn ich mich nicht täusche, so habe ich das durch die Blume mal von jemandem gehört, hat er hier fast seine Lizenz verloren quasi und wurde fast aus der Nationalmannschaft rausgeschmissen. Gute, komm. Voll, voll. Komm, voll, zieh mal an, was geht? Harte Treffer zum Körper, Mann. Ja, hier, der Nassim hat ein bisschen so einen Tyson-ähnlichen Peekaboo-Style mit der Doppeldeckung nah am Kinn und versucht, in den Gegner reinzumarschieren. Aber der Chris weiß halt auf jeden Fall auch gut, wie er das Ganze stoppen kann, ne? Setzt den Gegner die ganze Zeit unter Druck und bearbeitet ihn halt einfach mit harten Treffern. Und das ist auf jeden Fall nicht, ja, nicht so easy, da einen klaren Kopf zu bewahren, wenn man solche Treffer abbekommt. Zurück zum Thema. Schau mal, wie auf einmal so die Zuschauerzahlen hochgegangen sind, seitdem man hier nur halbnackte Weiber gesehen hat. Alter, das ist der Twitch-Effekt, ich schwör's euch. Habt ihr gesehen, wie die Zuschauerzahlen im Stream hochgegangen sind? Vor diesem Video waren wir irgendwie bei, weiß, keine Ahnung, 750 habe ich das Gefühl oder so. Jetzt, sobald man Ärsche gesehen hat und Nippel, geht auf einmal der Stream auf noch über 900 Zuschauer hoch, Junge. So, mal sehen. Stopp.
Okay, und weiter. Alle nach und Körper. Ei, harter Uppercut und Haken dann hinterher. Ja, weiter. Alle nach Süd, alle. Alle nach Süd. Ja. Bro, weiter mit hinten. Aber der hat Herz. Ey, der Nassim hat wirklich Herz. Der ist technisch halt nicht so gut wie der Chris, aber der hat wirklich Kämpferherz, Mann, der Junge. Schau mal, der marschiert nur nach vorne. Der hat schon so viele harte Treffer kassiert. Wieder an die Leber. Oi, 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 oi. Lange linke mit der Schlaghand. Buff, lange durchgeschlagen, direkt an die Leber. Und Nassim geht erstmal runter, Junge. Der hat echt ein Kämpferherz, der Mann. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt hier wieder aufstehen wird. Schafft er es? Alle nach eine Minute. Oh, ich denke, der Chris wird gleich nochmal auf die Leber gehen. Chris weiß schon, noch ein Lebertreffer und der Kampf könnte schnell vorbeigehen. Ja, ich denke, der wird das jetzt ausnutzen. Nassim, komm, 1, 2, 7, Nassim, hat lange Arme. Lade ihn seine Reichweite, ja, alle Nassim. Wow, Alter, die linke war hart, Mann. Komm, Nassim. Ja, ich denke, es wäre jetzt an der Zeit, den Kampf zu beenden. Ja, also ich würde jetzt auf jeden Fall sagen, die sollten den Kampf beenden. Der Chris ist ihm viel zu sehr überlegen. Der ist technisch und körperlich ist er ihm, glaube ich, einfach viel zu weit überlegen, Mann. Der Nassim kassiert hier schon wirklich einige harte Schläge. Der zeigt Kämpferherz. Der beißt sich durch, aber ich glaube nicht, dass es gut für ihn ist gerade. Ei, und die rechte oben an den Kopf direkt und er geht runter. Und er nickt immer noch. Er will immer noch weitermachen, Junge. Was für ein Löwe, Mann. Was für ein Löwenherz, der Typ, ne? Aber nicht gut für die Gesundheit gerade. Nassim, Krusche, Gusch! 10 Sekunden noch! Komm, Nassim, alles! Und Körper! Komm, anfeuern, Jungs! Seele, 10 Sekunden! Komm, komm, Lockstop! Ei, und nochmal diese harte rechte oben. Na, ich denke, jetzt ist es wirklich vorbei. Ja, will er jetzt wirklich weitermachen, oder was? Okay, nein, doch nicht. Er hat gerade irgendwie, ich glaube, der hat sorry gesagt. Hier, Respekt für beide Kämpfer. Junge, was ein Kämpferherziger. Schau mal, einfach was ein krankes Kämpferherz, der Nassim, Mann. Muss man ihm sagen, absoluten Respekt vor dem jungen Mann. Absoluten Respekt für ihn. Der hat sich so durchgebissen, hat so viele harte Treffer kassiert. Ne? Und Chris hat immer wieder richtig harte Treffer reingeballert und er ist immer wieder aufgestanden. Und jetzt am Ende ist es auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen, den Kampf zu beenden. Ja? Applaus auf jeden Fall an beide Fighter, richtig stabile Leistung gewesen. Chris natürlich eine Maschine, ja. Großer, kräftiger Typ, der auch sehr gut boxen kann. Ist unangenehm, gegen solche Leute zu kämpfen. Aber Nassim hat Potenzial. Mit seinem Kämpferherz, mit seinem Durchhaltevermögen und Biss könnte er wirklich noch einiges reißen, wenn er Bock drauf hat und das Ganze ernst nimmt, ja? Respekt auf jeden Fall an beide Fighter. Daumen hoch, definitiv an dieser Stelle. Ich muss sogar einen Kommentar schreiben. Ich muss dem wirklich, also, riesen Respekt an Nassim. Absolutes Löwenherz und Chris natürlich Maschine. Ja, Kommentar hinterlassen auf jeden Fall. Hat mir gut gefallen, Mann. Das war jetzt wirklich ein guter Fight. Hat mir gut gefallen. Gefällt mir auch, dass sie jetzt sich dazu entschieden haben, auf dem Rasen zu gehen und nicht irgendwie auf dem Beton zu kämpfen. Ja, das war so ein Kritikpunkt, den ich bei denen immer hatte, wo ich gesagt habe, deswegen feiere ich das nicht ganz so sehr. Ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten mit diesen Betonsachen und so.
Aber sehr geil. Guter Fight gewesen.